Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video gibt es nochmal einen Adventskalender. Eigentlich ist Adventskalender nicht so meine Welt. Ich habe früher ganz viele gekauft, aber mittlerweile kaufe ich nur noch ganz wenig. Da ich selbst so viel Make-up besitze und mir auch immer so viel neues Make-up kaufe, gibt es kaum einen Adventskalender, der mich noch so wirklich interessiert. Ich hatte ja letztens den Niche Beauty Adventskalender. Das ist einer der wenigen, der mich interessiert, weil der immer so viel neue Marken drin hat. Und dann hat mich dieses Jahr, ich glaube, das Marketing erwischt, und zwar von dem Kult Beauty Adventskalender. Ich heb den mal hoch und guck mal, ob ich den einmal in seiner ganzen Pracht zeigen kann. Der ist ziemlich schwer. Und da sind unter anderem auch Marken dabei, die mich interessieren. Also so ein bisschen eher in der High-End-Luxus-Klasse. Und dann hat mich das Marketing insofern erwischt, dass die geschrieben haben, okay, der kostet 248 Euro, hat aber einen Wert von 1100 Euro. Und dann denkt man ja, wow, so ein großer Wert. Da habe ich ja ein totales Schnäppchen gemacht. Ich habe ihn jetzt bestellt und ich gucke mir jetzt gerne an, ob das für mich auch ein Schnäppchen ist. Das Problem ist immer, ja, man spart vielleicht insgesamt, aber wenn man dann irgendwie die Hälfte der Produkte nicht benutzt oder nicht benutzen möchte, dann ja, war es kein Schnäppchen, sondern dann halt auch ein Fail. Der Kalender ist im Moment ausverkauft, aber es gibt wohl einen Restock im November. Man kann sich auf der Kult Beauty Seite, ich werde das unten verlinken, auf eine Warteliste setzen. Dann sieht man oder bekommt eine E-Mail, sobald er wieder online geht. Da muss man wohl auch ein bisschen schnell sein, weil die immer ausverkauft sind. Ich weiß gar nicht, wie lang der in Stock war. Ich glaube, einen Tag oder ein paar Stunden, aber halt auch nicht so ewig, weil viele wahrscheinlich auf das Marketing aufspringen und sagen, wow, man hat mehr als den dreifachen Wert, fast vierfachen Wert raus. Das lohnt sich ja mitunter, wenn es denn auch gute Produkte sind. Also ich gehe mal hier auf die Seite, will gar nicht lange drum rumreden und würde sagen, ich fange an, den auszupacken. Vielleicht zeige ich noch mal hier ganz kurz von innen. Ich muss mal sehen, ob ich später nicht noch mal irgendwie ein Bild mache von dem Kalender dann in seiner ganzen Pracht. Hier in meiner kleinen Ecke bekomme ich es auf jeden Fall nicht hin. Ich würde ihn gerne so ein bisschen mehr zeigen, aber mehr als so schräg bekomme ich das in meinem Setup jetzt leider nicht hin. Verzeiht mir das. Starten wir einfach mal mit der Nummer 1. Das geht ziemlich schwer raus. Also der Kalender an sich, die Verpackung ist sehr, ist Papier, aber sehr hochwertig. Was ich noch dazu sagen möchte, man bekommt so ein Heftchen mit dazu. Da sind auch nochmal alle Artikel beschrieben und in der Nummer 1 hat man von Jordan Samuel Skin, das kenne ich selbst nicht, ein Hydrating Mist, also ein Feuchtigkeitsspray. Das kostet 13,56 Euro oder hat einen Wert von 13,56 Euro. Ich mache das mal aus, das ist hier nochmal so in Plastik verpackt. Ich bin ja so Sprays, da kann man mich auf jeden Fall mit haben. Ich liebe Sprays, ich spritze ganz viel, morgens und abends und auch zwischendrin. Also, und das soll hydratisieren und Glanz geben. Also sind wohl feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe drin. Ich kann ja mal sprühen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das werde ich ausprobieren. Eine Marke, die ich nicht kenne, darüber freue ich mich immer besonders. Dann kommen wir zu Türchen Nummer 2. Und da hat man drin von Briogeo ein Shampoo. Da sind 59 Milliliter enthalten und da komme ich auf einen Preis von 13,56 Euro. Das sind immer so komische Zahlen, weil die Seite, ich habe bei Kult Beauty geguckt, also alle Produkte habe ich lustigerweise gar nicht bei Kult Beauty gefunden, sondern habe halt dann auf irgendwelchen anderen Seiten Preise rausgesucht. Das war so ein ungefähren Wert von den Produkten rausbekommen. Was mir dabei aufgefallen ist, dass bei ganz vielen Marken, nicht bei allen, aber bei einigen Marken, die Preise auf der Kult Beauty Seite
doch deutlich günstiger waren als bei deutschen Shops. Also es lohnt sich da immer mal einen Vergleich zu starten. Es gab auch so zwei, drei Sachen, da war es in Deutschland oder bei Douglas Sephora günstiger. Aber bei ganz vielen hochpreisigen Produkten oder so besonderen Marken war Cult Beauty doch oftmals um 5 bis 10 Euro günstiger. Hatte ich so bisher auch nicht im Blick. Und jetzt durch dieses Raussuchen der Preise bin ich da drauf gekommen. Also da lohnt sich es auf jeden Fall zu schauen. Vor allem, weil wir bei Cult Beauty keine Zollgebühren zahlen. Die übernehmen das. Also man bekommt das zollfrei zugeschickt. Das ist ein Shop, den ich auch sehr empfehlen kann. Die Lieferzeit dauert immer so gut eine Woche. Das ist aber ein bisschen länger, als wenn man jetzt hier in Deutschland bestellt. Aber man bekommt seine Sachen immer und, wie gesagt, ohne Zollgebühren. Und jetzt habe ich auch festgestellt, dass vieles günstiger ist und sie führen Marken, da kommt man in Deutschland nicht so leicht dran. So, jetzt genug dazu. Hier das Briogeo Scalp Revival Charcoal and Coconut Exfoliating Shampoo. Also das ist wohl ein Shampoo, das auch die Kopfhaut beruhigen soll. Briogeo ist eine, ja, in den USA zumindest sehr bekannte Marke. Ich habe von denen auch ein paar Sachen. Das jetzt selbst noch nicht. Die finde ich ganz gut. Das probiere ich gerne aus. Das ist vor allem gut geeignet, wenn man jetzt eine juckende Kopfhaut oder sowas hat. Oder halt wirklich auch, wenn die Haare stark behandelt sind, man vielleicht viele Haarprodukte verwendet, dann ist das so ein Shampoo, was so richtig gut für die Reinigung ist. Dann die Nummer 3. Das ist hier unten ein ganz kleiner... Oh. Da ist was sehr Schönes drin und zwar von Victoria Beckham, eine heißgeliebte Marke von mir. Und zwar ein Posh Lipstick in der Farbe Pout. Und da muss ich gucken, den habe ich bestimmt. Moment. Und ja, den habe ich. Und zwar sieht der von außen so aus. Eine sehr schöne Umverpackung. Von innen sind die Lippenstifte so. Musste mal ein bisschen sauber machen. Der ist heiß geliebt von mir. Das ist die Farbe Pout. Ich swatch den auch mal. Den anderen lasse ich jetzt zu. Den werde ich verschenken. Ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht mache ich auf meinem Kanal so einen kleinen Adventskalender. Ich habe hier so viele Sachen. Da würde sich das anbieten. Und zwar sind das sehr schöne Lippenstifte. Die haben einen leichten Glanz. Die haben so eine, ja, mittlere Deckkraft, würde ich sagen. Ist so ein bisschen balmig. Sehr angenehm zu tragen. Ist eine Clean Beauty Brand und der kostet 38,42 Euro. Sehr schön. Victoria Beckham habe ich noch nicht in einem Kalender gesehen bisher. Da haben sie schon mal einen großen Pluspunkt. Dann kommen wir zur Nummer 4. Und da haben wir drin, das kenne ich, ich glaube, das kennen viele, von Glow Recipe. War das nicht auch in dem Niche Beauty Adventskalender? Ich weiß es gar nicht. Ein Watermelon Glow PHA und BHA Pore Tight Toner. Da sieht die Flasche so aus. Und das ist eine Travel Size mit 40 Milliliter. Das ist ein Toner für porenreine Haut, Feuchtigkeit spendend und porenverfeinernd. Ich selbst benutze sowas mit so Säuren nicht so oft, kenne aber viele, die darauf schwören. Das kostet in der Travel Size 15,82 Euro. Und wie gesagt, soll Poren verfeinern und für eine strahlende Haut sorgen. Dann haben wir die Nummer 5. Und da haben wir drin von Pharmacy. Das liebe ich sehr. Ich habe es ein bisschen ausgetauscht, weil ich jetzt eins von Tatcha habe. Und zwar ist das von Pharmacy Green Clean. Das ist wahrscheinlich der, ja, Cleansing Balm. Ein super schönes Produkt. Habe ich sehr lange, sehr gerne benutzt. Gefällt mir sogar besser als der von Clinique. Das sieht, ich will es nicht aufmachen, weil das werde ich verschenken. Das ist so ein grüner Cleansing Balm, der kommt mit so einem Spatel. Da hat man jetzt enthalten 50 Milliliter. Und bei 50 Milliliter käme man ungefähr auf einen Wert von 18,08 Euro. Ein sehr schönes Produkt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Nummer 6, unser Nikolaustag. Da hat man drin
von Uclo Live Tinted Face and Body Tropfen. Das sieht so aus. Die Marke kenne ich überhaupt nicht. Das soll ein Highlighter sein und ein Highlighter und eine Feuchtigkeitscreme in einem. Der ist in der Farbe Dawn. Den gibt es wohl in zwei Farben. In dem Kalender ist aber wohl immer die Farbe Dawn enthalten. Das ist ein Rose Gold. Das ist eine Full Size. Das ist eine ganz nette Flasche. Also die sieht ganz nett aus. Und kostet in der Full Size 36,16 Euro. Gebt mir da mal ein bisschen was auf die Hand. Das sieht super metallisch aus. Ich weiß gar nicht, kann man das in der Kamera sehen? Wow, okay. Das wird, glaube ich, zu dunkel sein für mich. Also das ist super stark reflektierend. Ich muss mir mal durchlesen. Das kann man wahrscheinlich auch so als Primer verwenden oder als Unterlage oder in die Foundation mischen. Man kann es wahrscheinlich auch einfach oben drüber tragen. Ich habe schon Highlighter drauf, aber ich kann mir ja hier nochmal ein bisschen was aufgeben. Das probiere ich gerne aus. Also jetzt so fühlt sich schon mal gut an, fühlt sich nicht so klebrig an. Mir hebt jetzt auch gerade nichts darunter ab, wenn ich das so aufgebe. Und das Rose Gold ist jetzt gar nicht so dunkel, wie ich das erwartet hätte. Das verschmilzt ganz gut mit meiner Haut und hat aber auf jeden Fall einen tollen Glanz. Man soll es auch für den Körper verwenden können. Eine Marke, die mir nichts sagt. Kennt ihr die? Das ist spannend. Das mag ich gerne. Neue Sachen entdecken. Dann kommen wir zur Nummer 7. Und da ist drin von Shiseido eine Vital Perfection Uplifting and Firming Cream. Das ist nur so eine ganz kleine Größe. Das hat man ja öfter auch mal als Probe dabei. Da sind jetzt 15 Milliliter drin. Das ist so ein Deluxe Sample. Die sieht so aus. An die kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Von Shiseido, die Sachen sind nicht so schlecht. Ich habe jetzt aktuell nichts von Shiseido, deswegen kann ich es nicht vergleichen. Oder kann jetzt zu dieser Creme nichts sagen. Die Originalgröße kostet 113 Euro. Da sind dann 50 Milliliter enthalten. Und dann käme man hier auf einen stolzen Wert von 33,90 Euro. Also ich meine, 15 Milliliter, da kann man schon was mit anfangen und hat auf jeden Fall einen sehr hohen Wert. Werde ich gerne mal ausprobieren. Und wenn sie liften und die Gesichtskonturen straffen soll, da bin ich immer zu haben für. Dann die Nummer 8. Sind so ein bisschen schwer rauszubekommen. In der Nummer 8, wow, glaube ich, ich habe hier zwei Produkte drin. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Das sind nämlich zweimal die gleichen Produkte. Da müsste ich jetzt mal gucken, ob das jeder hat. Das wage ich aber fast zu bezweifeln. Und zwar ist das von Augustinus Bader das Gesichtsöl, und zwar 10 Milliliter, 30 Milliliter, also die Originalgröße von dem Gesichtsöl, kosten 73,45 Euro. Und dann hätte man hier einen Wert von 24,48 Euro. Mich würde es jetzt wundern, also entweder ich habe jetzt Glück gehabt und die haben aus Versehen bei mir zwei rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jeder so viel Glück hat. Ich freue mich natürlich und werde die beiden verschenken. Ich habe das Faceöl, nämlich von Augustinus Bader. Sie schreiben dazu, es soll eine wiederherstellende, schnell absorbierende Formel sein, die mit der Haut verschmilzt, um sie sofort zu nähren, mit Feuchtigkeit zu versorgen, zu verfeinern und zu schützen. Liefert sichtbare Ergebnisse für einen geschmeidigen Teint und eine langanhaltende Ausstrahlung. Da ist eine reichhaltige Mischung aus pflegenden pflanzlichen Ölen enthalten, darunter Barbassu, Haselnuss, antimikrobielle Karanja und regenerierender Granatapfel. Reduziert das Auftreten von feinen Linien, Falten und Hyperpigmentierung, verfeinert die Haut für einen gleichmäßigen Ton und eine glättende Textur, fördert Elastizität und verleiht der Haut ein geschmeidiges, pralles Gefühl, stärkt die Hautbarriere und so weiter und so fort.
Anwendung, je nach Wunsch, 2 bis 3 Tropfen auf die saubere, trockene Haut auftragen. Kann ohne eine Feuchtigkeitscreme verwendet werden für einen natürlichen, hydratisierenden Glanz auf. Oder man kann es auch auf eine Creme auftragen, um die Feuchtigkeit zu speichern und die Haut für das Make-up vorzubereiten. Lassen Sie das Öl vollständig einziehen, bevor Sie Make-up auftragen. Oder man kann es auch mischen in die Feuchtigkeitscreme. Klar, man muss es einziehen lassen, weil sonst Öl könnte natürlich Make-up auch auflösen. Sehr schön, dass ich jetzt 2 drin hatte, ist natürlich nochmal so ein kleiner Bonus. Ich hoffe, ich kann damit jemanden eine Freude machen. Dann kommen wir zur Nummer 9. In der Nummer 9, ach lustig, da ist eine Mascara drin. Und auch die hatte ich in einer Box und die habe ich gerade heute verwendet. Das ist die Mascara, die ich drauf habe. Ich habe vorher ein Video mit 9 Produkten gefilmt. Deswegen habe ich hier 2 und jetzt muss ich aufpassen, weil auch die eine ich dann natürlich verschenken werde, dass ich die neue jetzt nicht aufmache, sondern die, die ich auch heute benutzt habe. Das soll eine ganz innovative Mascara sein. Sie macht vor allem Längen und das Besondere an der Mascara ist das Bürstchen bzw. eher der Kamm. Das ist ein Silikonbürstchen und dadurch, dass der nur in so einer Kammform kommt und nur hier oben praktisch ja, zu herrschen hat, kommt man wirklich bis an den Wimpernkranz dran. Also man kann von ganz vorne, ohne dass einen die anderen Härchen ins Auge stechen. Also das ist schon mal ganz gut. Sie hat auch im ersten Moment einen guten Eindruck gemacht. Am Anfang sind Mascaras ja immer fast ein bisschen feucht. Sie macht ein wenig Volumen, aber vor allem auch Länge. Also es ist eine, die ich gerne weiter ausprobiere und wie gesagt, lustigerweise genau die, die ich heute drauf habe, die kostet 24,86 €. Kannte ich vorher auch noch nicht. Dann die Nummer 10. Was haben wir da drin? Und zwar, sehr schön, und zwar einmal von Hamm. Here comes the sun. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit D3. Das finde ich sehr gut. D3 nehme ich täglich und ganz viele Leute, also da sage ich immer, wenn man irgendwie müde ist, abgeschlagen, depressiv, irgendwas, immer mal den D3-Spiegel testen lassen. Das kann ich empfehlen. Ich hatte einen starken Mangel und seitdem ich das im Blick habe, geht es mir um so viel besser. Und mein Arzt hat mir gesagt, dass die meisten in Deutschland einen Mangel haben an D3. Man muss leider oftmals den Test selber zahlen. Kostet, ich weiß nicht, knapp 30 €. Das lohnt sich aber. Deswegen finde ich dieses Supplement sehr gut. Das mache ich gleich mal auf. Wichtig ist zu D3 zu wissen, das sollte man immer in Verbindung mit Fett essen, also weil das ein fettlösliches Vitamin ist. Das kommt hier auch nochmal zu. Und da sind wohl 30 Kapseln drin. Die kosten 16,95 €. Die Dose ist zu riesig und dann hat man kaum was drin. Also da hätten sie, also die Hälfte an der Dose hätte gereicht. Man hat wohl pro Kapsel 2000 internationale Einheiten. Man soll eine am Tag zu sich nehmen. Ich nehme sogar oftmals mehr, aber das bitte mit dem Arzt absprechen. Ansonsten 2000, da macht man nichts falsch. Und man soll das mit einer am Tag in Verbindung oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Wie gesagt, mit dem Öl. Ich glaube, hier ist auch so ein bisschen Öl mit enthalten. Das finde ich eine sehr schöne Sache und werde ich ausprobieren. Wie gesagt, ich benutze täglich Vitamin D3 Produkte, deswegen mag ich das sehr gerne. Und was man hier in der Nummer 10 noch enthalten hat, und zwar von Supergoop, eine Sonnencreme. Das passt auch zu diesem Sonnenvitamin. Vitamin D3 bildet sich ja über die Sonne. Und dann hat man hier noch eine Sunscreen drin, eine Glow Sunscreen, so eine ja, Probierpackung mit 15 Milliliter. Das ist eine Travel Size und hat einen Wert von 16,95 € und man hat einen SPF von 30 drin. Ich habe jetzt hier, lustigerweise, ich habe eine größere mit einem SPF von 40. Ich habe von irgendjemandem mal gehört, der hatte mir das unter einem Video kommentiert, dass wohl die
SPF im Ausland ein bisschen anders berechnet werden als in Deutschland. 30 im Ausland ist nicht 30 bei uns, das weiß ich nicht, das habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ich habe hier eine 40 und das ist jetzt eine 30. Ich wollte es nur mal zeigen, weil die sind ein bisschen, ja, wie tinted. Und die haben einen richtigen Glanz auch. Also man bekommt da richtig einen schönen Glow damit. Das ist im Urlaub ganz nett, wenn man jetzt keine Foundation oder Make-up tragen will. Dann hat man so einen leichten Tint mit einem leichten Glanz mit dabei. Ist eine sehr, sehr schöne Sonnencreme. Ist auch super als Make-up-Unterlage geeignet. Also ich mag sie sehr gerne. Dann kommen wir zur Nummer 11. Und in der Nummer 11 ist auch ein Produkt, von dem ich noch nie was gehört habe, oder auch eine Marke, von der ich noch nichts gehört habe. Die heißen Oder Cité oder Seid, ich weiß es nicht. Ich denke Oder Cité Pure Elements. Und zwar ist das ein Wild Carrot Serum Konzentrat Vital Glow. Und das ist eine Full Size, die einen Wert hat von 58,76 €. Und sie schreiben dazu, dass der Glow Booster Wild Carrot enthält seltene und kostbare Öle. Die ideale Balance aus Vitamin A, C, E bieten äußerst effektive Anti-Aging- und Anti-Falten-Vorteile. Das Serum pur oder auf leicht feuchte Haut auftragen oder vorab mit der täglichen Pflege vermischen. Das ist ja oftmals, also alles, was man so auftragen will, auch seine Serum auf feuchter Haut, ist die Wirksamkeit besser oder kann das besser eindringen? Ich guck mal gerade, das kommt mit so einem Dropper. Ich rieche keine Parfümstoffe, sondern das riecht so ein bisschen nach Eukalyptus. Ja, das ist ein Öl, das ist für mich immer nur was für nachts. Tagsüber mag ich das nicht ganz so gerne, fühlt sich aber erstmal sehr gut an. Vitamin A, C, E sind in Hautpflege ja auch nicht so schlecht. Gefällt mir gut, das probiere ich gerne aus. Dann die Nummer 12. Da haben wir drin von Sunday Riley, auch eine Marke, die kenne ich. Da hatte ich schon ein paar Produkte, die ich sehr gut fand. Und das hier ist eine Augencreme, die Autocorrect. Die kostet 67,80 €. Das ist eine Full Size und die Augenpflege verleiht sofort ein ausgeschlafenes Aussehen und reduziert das Auftreten von dunklen Rändern und Schwellungen. Durch Koffein- und Ginseng-Wurzelextrakt, konzentrierte Rosskastanien- und Acemellen-Olicera-Extrakte, so oder so ähnlich, soll glätten, das Erscheinungsbild von Krähenfüßen vermindern, soll einen frischen Glow geben, Kakao- und Shea-Butter polstern die Haut auf, während Wassermelonenextrakt und Natrium der Haut Feuchtigkeit zuführen. Die Augen sehen frischer, jünger und ausgeruhter aus. Perfekt. Alles, was man haben möchte, hört sich gut an. Wie gesagt, Sunday Riley, von denen hatte ich schon ein paar Mal was und fand das immer ganz gut. Und Augencreme, ich liebe Augencreme. Viele sagen, ja, braucht man nicht. Ich würde eher auf eine spezielle Gesichtscreme verzichten und dafür meine Augencreme im ganzen Gesicht verteilen, weil meine Augenpartie immer so trocken ist. Das ist eine schöne Creme. Die hat eine schöne Konsistenz, die ist reichhaltig, aber jetzt nicht zu reichhaltig. Ich rieche jetzt nur dieses Eukalyptus von dem Produkt vorher. Oh, sehr schön. Fühlt sich gut an. Sehr vielversprechend. Ich habe gerade eine andere im Test. Das muss jetzt noch ein paar Wochen warten. Aber danach kommt die auf jeden Fall an die Reihe. So, dann die Nummer 13. Da haben wir enthalten, auch das ist so schwer. Und zwar von Summer Fridays. Gerade haben wir Sunday Riley und jetzt haben wir Summer Fridays, ein Cloud Dew Oil Free Gel Creme. Das ist eine Hautcreme, die kostet 15,82 € und das ist wohl so eine Gelcreme und die ist besonders geeignet für ölige oder Kombihaut. Also nicht so sehr für mich, aber ich finde es ja ganz gut, wenn auch mal was für ölige Haut dabei ist. Ich habe das Gefühl, das meiste ist tatsächlich immer für trockene Haut. Aber es haben ja genauso viele Menschen auch ölige Haut.
Deswegen finde ich das sehr gut. Ich meine, so eine Gelcreme im Sommer oder wenn man irgendwo ist, wo es sehr heiß ist, dann benutze auch ich mit meiner trockenen Haut sowas. Ich werde die jetzt aber weiter verschenken, deswegen mache ich sie nicht auf. Da ist auch noch mal so ein kleines Kärtchen mit dabei und ein Spatel, also eine sehr schöne Creme. Ich kann jetzt dazu nichts sagen, weil ich sie selbst nicht kenne, aber von der Marke habe ich schon mal was gehört. Dann die Nummer 14 und zwar hat man hier drin von Oskia London ein Isotonic Hydra Serum in einer vollen Größe. Das habe ich auf der Seite von Cult Beauty gar nicht gefunden. Also die Marke gab es schon, aber das Produkt jetzt nicht. Bei Douglas kostet das stolze 93,95 €. Und das Isotonic Hydra Serum von Oskia bietet einen innovativen Hightech-Lösungsansatz zur optimalen Hydratisierung ihrer Haut. Die feuchtigkeitsspendende Formel schenkt der Haut langfristig Feuchtigkeit, wirkt beruhigend und ausgleichend und versorgt die Haut mit lebenswichtigen Nährstoffen. Zusätzlich wird der natürliche Schutzmantel und die hauteigene Barrierefunktion unterstützt. Das Produkt ist ein essentieller Schritt für jede Haut, die sich optimal hydratisiert, geschmeidig, gestärkt und ausgeglichen anfühlen möchte. Gib mir mal hier einen Tropfen drauf. Also meine Hände lieben so Kalender immer. Da müsste ich mehr auspacken, weil die danach immer super gepflegt sind. Ja, das ist wie so ein Serum, so ein bisschen dickflüssigerer Toner. Ich rieche jetzt auch nicht wirklich was. So einen ganz leichten, angenehmen Eigengeruch meine ich zu erkennen. Ich habe immer noch dieses irgendwie mintige. Oh ja, zieht super schnell ein. Das fühlt sich vielversprechend an. Jetzt hatte ich vorher natürlich auch schon mal das Öl drunter. Ich mache das auch nochmal auf die andere Seite. Das zieht total schnell ein. Hinterlässt auch kein klebriges Gefühl. Da freue ich mich drauf, das mal länger auszutesten. Dann die 15. Und da haben wir jetzt auch wieder von Briocheo das Don't Despair Repair, also die Deep Conditioning Mask. Die habe ich, die ist sehr gut, die verwende ich ganz gerne. Ich habe immer mehrere verschiedene Marken in ständiger Benutzung, weil ich das Gefühl habe, sonst gewöhnen sich meine Haare dran und dann wird gar nichts mehr. Also das ist im Moment auch bei mir in der Benutzung. Man hat hier 59 Milliliter enthalten und das hat dann einen Wert von 13,56 €. Ich glaube, das ist ganz gut zum mal ausprobieren. Ich habe eine größere Packung bei mir, aber zum Probieren hat man jetzt hier einmal ein Shampoo dabei und eine Haarmaske. Dann die Nummer 16 und da hat man drin von The Ordinary ein Niacinamid und Zinkserum. Das kenne ich, das finde ich auch gar nicht schlecht. Ich habe gerade ein anderes in Verwendung. Ich glaube, The Ordinary ist vielen bekannt. Das ist eine sehr bezahlbare Hautpflegemarke, die sich darauf spezialisiert haben, nur die wichtigsten Inhaltsstoffe reinzumachen. Und das kostet 6,08 €. Und Niacinamid soll das Auftreten von Unreinheit und bei erweiterten Poren helfen. Und die Formel enthält außerdem Zink. Und das soll die Talgproduktion reduzieren oder regulieren. Niacinamid ist auf jeden Fall was, was ich täglich benutze. Was ich irgendwie komisch fand, als ich danach geguckt habe, habe ich auf irgendeiner Seite gesehen, dass man es nicht zusammen mit Vitamin C verwenden soll. Und das weiß ich gar nicht, weil ich zum Beispiel mein Niacinamid morgens mit Vitamin C genau in Verbindung verwende und da noch nie irgendwelche Probleme hatte. Aber mein jetziges ist auch nicht mit Zink, also da vielleicht nochmal nachschauen, wie und wann man es verwenden sollte. Immer mit in Verbindung mit Sonnencreme, sollte man eh immer machen. Ich verwende mein Niacinamid Serum immer morgens. Dann die Nummer 17. Klassiker, ein Duschgel von Molton Brown, die mag ich ganz gerne. Ich mag den Geruch ganz gerne. Ich glaube, das ist klassisch in ziemlich jedem Adventskalender drin. Das ist Jasmin und Sunrose. Ja, riecht sehr gut. Oftmals riechen die Molton Brown, sind so ein bisschen Unisex-Düfte. Deswegen finde ich das auch immer ganz gut. Das sind so schöne Flaschen, die kann man auch gut mitnehmen. Und das hat einen Wert von ca. 8,30 €.
so roundabout in dieser Größe. Und dann kommen wir zur Nummer 18. Und das ist so ein Riesentürchen hier unten. Ach du je. Und in die Nummer 18, da haben sie anscheinend alles reingepackt. Ist ja wie Weihnachten. Und zwar hat man da einmal, da sind ja so viele Sachen, ist ja lustig. Okay, man hat einmal so ein Mini-Puder von Laura Mercier mit dabei. Ich glaube, das kennen viele. Das ist so ein kleines Pröbchen von dem Translucent Puder. Ich habe das schon ewig nicht mehr benutzt. Ich musste es mal wieder rauskramen. Da muss ich nochmal nachgucken, auf welchen Preis man da kommt. Dann hat man von Nars einen Bronzer, auch eine so Mini, das ist glaube ich auch so ein Sample von dem Laguna Bronzer. Ach süß, die Verpackung ist ja doch sehr, sehr goldig, im Prinzip wie die großen. Und dann hat man hier den Laguna Bronzer, das ist eher so eine Lidschattengröße. Es sind 1,2 Gramm. Ich habe den Laguna Bronzer gar nicht, dann kann ich den mal ausprobieren. So sieht der auf dem Finger aus. Ich swatch den mal. Den kennen, glaube ich, ganz viele. Der sieht so aus. Das ist ein sehr warmer Bronzer, so goldig. Werde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Da blende ich die Preise jetzt ein. Das muss ich alles mal ausrechnen, was das an Gegenwert hat. Dann hat man von Too Faced, ich glaube, das ist auch so ein bekanntes Produkt, was ich auch sehr gerne mag. Eine kleine Größe mit 3,9 Gramm von der Better Than Sex Mascara. Da kostet die Full Size 27,12 Euro. Das muss ich ausrechnen, ob das, ich weiß gar nicht, ob das die Travel Size ist. Das sieht für mich noch ein bisschen kleiner aus. Das ist ein Türchen, was insgesamt schon einen Wert hat. So sieht die aus. Die habe ich auch hier irgendwo. Nur auf die Schnelle finde ich es wahrscheinlich nicht. Ist eine Mascara, die mir ganz gut gefällt. Dann hat man noch drin, oh, von Natasha Denona, einen Microblade Liquid Liner. Den hat sie doch gerade erst rausgebracht. Ich habe den selber nicht. Ich glaube, viele sind ganz zufrieden. Er blutet aber wohl manchmal ein bisschen aus. Also ich weiß es nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Oh, der sieht schön aus. Der hat eine schöne Struktur. Ich benutze so selten Liquid Liner, dass ich mir den hier nicht gekauft habe. Und ich werde ihn auch weitergeben, weil er bei mir keine wirkliche Verwendung finden wird. Der hat einen Wert von 32,77 Euro. Sehr schön. Dann hat man noch alles in diesem einen Tütchen von Dr. Barbara Sturm. Das ist ja eine deutsche Marke. Und zwar hat man da hier Glow Drops drin in einer Größe von 10 Millilitern. Und das ist eine Travel Size Größe. Die hat einen Wert, also die gibt es wohl auch so zu kaufen. Die hat einen Wert von 45,20 Euro. Und das soll müde, fahle Haut zum Strahlen bringen. Und da sind hochwirksame Anti-Aging-Wirkstoffe drin, sollen für eine perfekte Hautqualität sorgen, nähren die Haut nachhaltig und spenden intensiv Feuchtigkeit, verfeinern Poren. Und bei regelmäßiger Anwendung soll da halt auch ein subtiler Glow entstehen und man kann die Drops wohl pur anwenden oder der Gesichtspflege hinzufügen. Man kann sie auch dem Serum beimischen. Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Die Glow Drops kenne ich noch gar nicht. Ich habe ein paar Produkte von Dr. Barbara Sturm, die ich ganz gut finde. Ich gebe mir das mal hier so ein bisschen hier hin. Riecht nach nichts oder nur halt nach Produkt. Fühlt sich gut an. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt einen Glow erkennen kann. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. So, wir sind noch lange nicht fertig mit diesem einen Türchen. Dann ist hier noch drin und zwar von Fresh. Und zwar ist das auch ein Cleanser, so ein Peeling-Cleanser. Der soll Erdbeeren mit enthalten haben, wahrscheinlich auch mit so Kügelchen. Und das hier ist eine
Travel Size mit 50 Milliliter. Die kommt auf einen Wert von 13,56 Euro. Marke Fresh, von der habe ich schon gehört, aber selbst noch nichts ausprobiert. Und ich mag so mechanische Peelings sehr gerne, weil ich alles Chemische immer nicht ganz so gut vertrage. Deshalb werde ich das sehr gerne ausprobieren. Dann hat man hier noch drin einen Pinsel von It Cosmetics. Den werde ich direkt mal auspacken. Der hat einen Wert von 33,90 Euro. Und der sieht so aus. Das ist so ein Kabuki-Pinsel. Oh, der fühlt sich sehr weich an. Das ist so ein Pinsel, der eignet sich, wenn man so die Kanten so ein bisschen ausbuffen möchte. Also auch mit so Finishing-Puder oder für Foundation. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal sehr gut und sehr angenehm an. Dann hat man dabei, alles noch in der 18, von Vive ein Lip Dew Glossy Lip Oil. Das soll wohl ein Zwischending sein zwischen Lippenöl und Lip Gloss. Die Marke Vive, ich weiß nicht, das ist ja die Marke von Jamie Genevieve, glaube ich, heißt sie. Die hat einen YouTube-Kanal aus England. Die hat auch eine Make-up-Linie. Und die Sachen, die ich bisher von ihr getestet habe, gefallen mir alle sehr gut. Und das hatte ich sogar schon in meinem Warenkorb. Das wäre bei der nächsten Bestellung, hätte ich mir das mitbestellt. Deswegen finde ich das jetzt sehr schön. Das kostet 19,21 Euro. Und wie gesagt, das soll eine Mischung aus Öl und Gloss sein. Gut für trockene Lippen. Nicht klebend und reflektierend. Ich mische das mal. Das hat so einen richtigen Sparkle. Trag das mal auf. Man hat da so goldene Schimmerpartikel drin. Ich weiß gar nicht, spüre ich die? Ich meine, so ein wenig spüre ich sie. Aber ansonsten, ja, das fühlt sich tatsächlich sehr pflegend an. Und doch aber dicker als so normales Lipöl. Ich glaube, ohne die Sparkle-Stückchen hätte ich es jetzt noch besser gefunden, weil die, wie gesagt, spüre ich so ein bisschen. Das klebt nicht, gibt auch einen schönen Glanz. Das freut mich persönlich sehr, weil wollte ich mir eh bestellen. Und dann hat man noch dabei, und das ist ja der Hammer, das habe ich auch noch nie gesehen, von Westman Atelier. Ich glaube, in den Niche Beauty Kalender, da war auch so ein Lippenbalm dabei. Und hier hat man einen iPod. Normal gibt es die nur immer in so Dreier-Sets und da kosten die 90 Euro. Und da hat man jetzt einen drin in der Farbe Tabak. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe ja alle und da auch hier die Farbe Tabak. Ich bin nicht der größte Fan. So sieht die Farbe von innen aus. Von den iPods. Die Verpackung ist wunderbar. Sehr, sehr schön. Sehr hochwertig. Also man hätte hier auch einen Wert von ja, 30 Euro. Ich habe mir jetzt auch noch mal ein Video angeguckt, weil ich immer gedacht habe, ah, man bekommt so ein bisschen wenig Farbabgabe. Also Gucci Westman, das ist ja die Gründerin von der Marke und die ja, berühmte Make-up-Artistin. Und die hat erklärt, dass man erstens mal durch diese erste Lage, also am Anfang ist da noch so ein Herz eingraviert, da muss man so ein bisschen durch. Und das sind so Lidschatten, da kann man richtig seinen Pinsel einarbeiten. Das ist so ein Cremeprodukt, mehr oder minder, das dann aber ins Puder geht. Und dann trägt man das so auf und dann kann man das auf die Haut auftragen oder auf das Lid. Also man muss da schon mit so einem festeren Pinsel rein und man darf da so richtig reingehen. Das ist alles sehr subtil. Das ist jetzt die Farbe, die gibt so einen leichten Glanz. Seitdem ich das so mache und so ein bisschen beherzter zugreife, das sind für mich so richtige One-and-Done-Lidschatten. Nicht so welche, wo man irgendwie jetzt 5 Farben versucht aufs Auge zu bekommen, sondern den gibt man sich komplett aufs Auge und gut ist. Seitdem ich das so mache, gefällt es mir ganz gut. Ich meine, ich habe sie eh jetzt, ne, und will sie natürlich deswegen auch weiter benutzen. Aber als kleiner Tipp, wenn man sich den Kalender holt und die ausprobiert, dann ruhig mit so einem festeren, am besten so oben runden Pinsel reingehen. So richtig beherzt kann man da reingehen und dann aufs Auge geben. Die lassen sich wunderbar ausblenden und dann bekommt man auch die gewünschte Farbabgabe. Man bekommt nicht jetzt so ganz tiefe Looks. Das will sie aber auch nicht mit ihrer Marke. Ich finde es aber sehr, sehr schön, dass das Produkt in dem Kalender drin ist. So kann man das mal ausprobieren, ohne sich gleich das Trio kaufen zu müssen, welches 90 Euro kostet. Das ist dann schon eine Hausnummer und ich
muss jetzt immer noch sagen, ich habe es zu Hause und ich benutze es auch. Und ja, ich habe mir jetzt auch das neue Trio geholt, weil ich irgendwie, ja, da eine kleine Mattscheibe habe, aber so richtig empfehlen für 90 Euro, das kann ich auf keinen Fall. Finde es dafür umso schöner, dass es hier in dem Kalender ist. Ich werde auch meins weitergeben, weil ich habe das ja schon in Full Size. So, das war alles im Türchen Nummer 18. Das war ja ein, wow, ein sehr, sehr wertvolles Türchen mit richtig viel Inhalt. So, da bin ich ja gespannt, was da jetzt noch kommen soll. Wir kommen zur Nummer 19. So, und hier hat man eine Lidschattenpalette drin von Rouen. Rhön, wie auch immer. Ich glaube, ich habe die, ich finde sie nur jetzt gerade auf die Schnelle nicht. Und zwar sind das 4 Lidschatten. Das sind alles so Glitzer-Lidschatten, die sich als, ja, meiner Meinung nach eher so Topper eignen. Ich möchte jetzt ungern in die Palette reingreifen, weil ich glaube, ich habe die schon. Und dann würde ich die auf jeden Fall weitergeben. Die hat einen Wert von 46,33 Euro und das ist die Warm Eyeshadow Palette in Schimmer. Ich habe das noch gar nicht ausprobiert. Das liegt irgendwo bei mir in einer Schublade von Make-up, welches ich noch probieren will, rum. Deswegen kann ich nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, wie gut die ist. Ich weiß nur, dass ich sie, glaube ich, hier habe. Und deswegen packe ich die ein. Die kommt nochmal in einer schönen weißen, ja, so Beutelchen oder Samthülle. Das war die Lidschattenpalette. Und dann die Nummer 20. Und hier hat man drin von The Inky List ein Tranexamic Acid Night Treatment. Und das soll gegen Hyperpigmentierung helfen. Das ist eine Originalgröße mit 30 ml, hat einen Wert von 16,94 Euro. Und das ist eine Nachtpflege, die gezielt Hyperpigmentation, Unebenheiten und dunkle Flecken bekämpft. Das enthält 2% Tranexamsäure, habe ich noch nie gehört, und 2% Acai-Beeren-Extrakt für einen gleichmäßigen Hautton sowie 2% des aufhellenden Star-Inhaltsstoffes Vitamin C. Das kenne ich. Es intensiviert ebenfalls die Strahlkraft der Haut und ebnet den Teint. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal näher an. Ich verwende ja abends immer Retinol. Da weiß ich jetzt nicht, ob sich das beißt. Und morgens mein Vitamin C. Und ich muss mal gucken, was diese Tranexamic Acid oder Säure ist. Davon habe ich noch nie was gehört. Werde ich auf jeden Fall gerne mich mal einlesen und dann auch ausprobieren. Die 21. Und zwar hat man da, von denen habe ich auch schon gehört, aber selber noch nichts probiert, von Youth to the People ein Superfood Cleanser. Der hat einen Wert von 13,56 Euro und da ist wohl Kale, ist das nicht Grünkohl? Wenn mich nicht alles täuscht. Spinat, grüner Tee und noch andere Superfoods enthalten und damit soll man gut die Haut natürlich reinigen können. Der soll auch Feuchtigkeit spenden und effektiv die Haut reinigen. Naja gut, auch das werde ich gerne mal ausprobieren oder weiter verschenken, das weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken, jetzt habe ich so viel hier. Es muss noch realistisch bleiben, dass ich das zumindest innerhalb des nächsten Jahres irgendwann mal probieren kann. Deswegen bin ich mir bei dem jetzt noch nicht sicher. Die 22, wir nähern uns langsam dem Ende. Da sind so viele Produkte drin, mir kommt es vor, als hätte ich schon 2 Adventskalender besprochen. Und zwar haben wir hier von Algenist ein Genius Collagen Calming Relief. Das ist eine Creme, die kann man wohl morgens und abends auftragen. Die habe ich jetzt auch so bei Cult Beauty nicht gefunden. Ich habe sie bei Kaufland gefunden. Da war es das günstigste und da hat sie 40 Euro gekostet. Und das ist wohl für trockene und sensible Haut mit veganem Kollagen. Von der Marke habe ich auch noch nichts gehört. Das werde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Das ist für trockene und sensible Haut. Das ist genau etwas für mich. Dann vorvorletzter. Wir haben hier 25 Türchen. Die 23.
Man hat hier von Charlotte Tilbury ein Eis to Mesmerize in der Farbe Amber Gold. Die haben einen Wert von 24,86 €. Das sind Creme-Lidschatten, die kann ich empfehlen. Das sind auch so One and Done. Die lassen sich schön verwenden. Ich mache den nicht auf. Ich glaube, ich habe zwar Amber Gold noch nicht, aber ich habe zum Beispiel hier die Farbe Champagne. Ich zeige das mal. Das ist wie so ein Mousse innen drin. Und ich habe das jetzt hier auf dem Finger. Die lassen sich super leicht verblenden. Die geben einen schönen Glanz. Die kann man auch in die Crease geben. Also perfekt One and Done Eyeshadows oder ein bisschen Bronzer in die Crease und dann mit dem hier über die Lidfalte. Ich weiß gar nicht, das Amber Gold, das wird jetzt auch nicht so tief sein. Sehr, sehr schönes Produkt. Gefällt mir von Charlotte Tilbury sehr gut. Das finde ich gut, dass das in dem Kalender ist. Dann die 24, unser Heiligabend. Da hat man auch wieder so viel drin. Wow, ich rede mir hier den Mund fusselig. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Da hat man einmal von Espa The Grounding Crystals. Einen Wert von 39,55 €. Und das sind Badekristalle. Und die sollen wohl inspiriert sein von den Ritualen von Ayurveda, chinesischer Medizin und von den Praktiken von Schamanen. Die Formulierung verjüngt die Haut, den Körper und den Geist mit der Kraft aus der Mischung von Mineralien und Wasser, welche eine beruhigende Salzseife ergibt und welche dann die Haut energetisiert und reinigt. Duft von Yang Yang, Ingwer und Vetiver. Das ist doch so Süßgras, oder? Enthält pinke Kristalle zur Harmonisierung, um die Haut weich zu machen, zu entgiften, reinigen und zu nähren. Himalaya- und Epsom-Salze, die reich an Mineralien sind und zu guter Letzt Amber-Extrakt. Also, oh, das riecht gut und sieht wunderschön aus. Ich versuche es mal hier in die Kamera zu halten, ohne dass ich jetzt hier alles auskippe. Das sind die Badekristalle. Mit hier so ein bisschen Blüten mit drin. Sieht sehr schön aus. Ja, das Yang und den Ingwer rieche ich. Auch das Süßgras. Oh, sehr schön. Da freue ich mich perfekt für den Winter. Badekristalle und reinigen Körper, Geist und Seele. Das können wir alle, glaube ich, sehr oft sehr gut gebrauchen. Dann hat man von Kate Somerville so eine 15 ml. Ein Exfoliate, intensives Exfoliating Treatment, Hollywoods 2 Minuten Gesichtsfacial. Und da kostet das Full Size kostet 27,12 €. Da muss ich jetzt noch mal gucken, was da die 15 Milliliter kosten oder ob das schon der Preis ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Da ist wohl enthalten Papaya, Ananas, Kürbis und AHA, behebt stumpfe, trockene und unebene Haut. Da weiß ich nicht, da reagiere ich manchmal nicht so gut, wenn AHA-Säure drin ist. Das muss ich mir noch überlegen, ob ich mich da rantraue. Dann hat man von Medic-Aid, die mag ich ganz gerne. Da habe ich so ein Calmwise-Serum, das sehr gut ist. Und hier hat man ein C-Tetralux-Lipid-Vitamin-C-Serum. 30 Milliliter enthalten. Das hat einen Wert von 66,67 € und hat unter anderem Vitamin C drin und klärende und pflegende Inhaltsstoffe. Und das ist mit Tetrahexyldecylascorbat, eine sehr stabile Form von Vitamin C. Es bietet einen besonders guten antioxidativen Schutz gegen freie Radikale, die Hautschäden und vorzeitiges Altern verursachen können. Darüber hinaus stimuliert es die Kollagenproduktion, wodurch Linien und Falten reduziert werden. Und da ist noch Vitamin E enthalten und es wirkt zusammen mit Vitamin C, um die antioxidative Wirkung des Serums zu verstärken, damit die Haut tagsüber geschützt ist. Und dann ist noch Maracuja-Öl drin, Squalan, roter Ginseng. Hört sich sehr gut an. Ich mag die Marke Medic-Aid ganz gerne und habe von denen schon ein paar Sachen und bisher hat mir alles ganz gut gefallen. Und das Vitamin C-Serum, ich habe immer eins im ständigen Gebrauch, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann hat man noch drin so eine Mini-Größe von Drunk Elephant von dem TLC Frambuse Glycolic Night
Night Serum. Das ist mit AHA und BHA Säure. Das werde ich nicht probieren. Ich mag ein paar Produkte von Drunk Elephant gerne. Aber das hier mit AHA und BHA, das ist nicht für meine Haut geeignet. Da freut sich jemand anders. Und dann hat man noch drin Eye Patches, und zwar von Surf Chilled, nee, von Patchology, Bubble Eye Gels. Das sind auf jeden Fall so Eye Patches mit Niacinamide, Orangenextrakt und Resveratrol. Soll man aufgeben, für 10 Minuten drauf lassen. Man kann sie vorher noch in den Kühlschrank packen. Ganz normale Augenpatches werde ich auch gerne mal ausprobieren. So, und dann kommen wir schon ins Schwitzen. Kommen wir zu guter Letzt zur Nummer 25. Und da hat man enthalten schwer eine Kerze. Obligatorisch, eine Kerze darf auch in einem Kalender sein. Und zwar sieht die so aus, eine Loving-Kerze. Die soll von Bella Freud, ich bin jetzt nicht so ein Kerzenkenner, Bella Freud Loving Candle hat einen Wert von 56,50 Euro und Duftnoten sind Tuberose, Ambra, Sandelholz und die Brenndauer soll ungefähr 40 Stunden betragen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so mein allerliebster Geruch ist. Das riecht so ein bisschen, es riecht frisch, aber auch sehr rosig. Ich habe mal in meiner Schulzeit in einer Kerzenfabrik gearbeitet, unter anderem auch bei der Herstellung von Duftkerzen. Und seitdem ist es bei mir so, ich kriege ziemlich schnell Kopfschmerzen von jeglicher Art Duftkerzen, weil ich glaube, da habe ich mir einfach zu viel geholt. An was erinnert mich das denn? An irgendwas erinnert es mich. Also nicht an die Arbeit, aber ich komme gerade nicht drauf. Also irgendwas weckt die in mir. Das werde ich nochmal probieren oder verschenken. So eine Kerze finde ich ja immer ganz nett. Dann haben wir es jetzt. Ich werde mich jetzt nochmal hinsetzen und alles ausrechnen. Und falls ich es jetzt noch schaffe, dann blende ich auch nochmal ein Bild mit allen Produkten hier ein, die wir so drin hatten. Ich finde, also erstmal, das war eine unheimliche Menge an Produkten. Ich bin mir sehr sicher, dass man also seinen Wert von 250 Euro auf jeden Fall raus hat. Und ich glaube auch, dass... Also es sind viele sehr schöne Sachen dabei. Also es war jetzt viel dabei, was mir schon sehr gut gefällt. Es waren sogar einige Sachen dabei, die ich jetzt selber noch nicht kenne und die ich auch noch nicht ausprobiert habe. Das gefällt mir ja immer besonders gut. Aber es waren auch Sachen dabei, die ich mir auch so kaufen würde oder die ich mir auch schon kaufen wollte. Es waren jetzt bei mir auch ein paar Sachen dabei, gerade was Make-up betrifft, von Dingen, die ich schon habe. Dann kann ich sie weiter verschenken. Ich glaube aber, nicht jeder hat so eine exzessive Sammlung, wie ich die habe. Ich finde, es war eine ganz gute Mischung. Es war so ein bisschen Make-up dabei. Das Hauptding war Pflegeprodukte. Ich denke, da machen sie auch nichts falsch. Ich fand jetzt im Vergleich zu dem Niche Beauty Adventskalender, der von Niche Beauty hat mich insofern mehr überrascht, weil da noch mehr Sachen drin waren, die ich jetzt noch gar nicht kannte. Hier waren jetzt einige Sachen dabei, die ich schon kenne, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis, glaube ich, übersteigt der noch den von Niche Beauty. Was sagt ihr zu diesem Kalender? Wie gesagt, sollte ihn jemand haben wollen, verlinke ich das unten. Man sollte sich unbedingt in diese Warteliste eintragen und dann auch an dem Tag kaufen. Sonst ist er wahrscheinlich ausverkauft. Alles in allem ein schöner Kalender und ein ewig langes Video mit unendlich vielen Produkten drin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Falls ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.